Panie Prezydencie, Panie, Panowie. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Auszeichnung des Institut de France ist für mich besonders ehrenvoll und bewegend. Frankreich ist und war Vorbild für die Erschaffung und Erhaltung von Kulturgütern, die von ihrer Entstehung an Jahrhunderte überdauert haben. Heute, im vollen Bewusstsein, dass ich von dieser Ehrung noch weit entfernt bin, soll ich nun den Sessel von Federico Fellini einnehmen. Dieser Abend unter der Kuppel der französischen Kunstakademie war einer der wichtigsten und berührendsten in meinem Leben. Ich dachte an meine Eltern. An diesem Abend hätten sie mit mir zufrieden sein können. In Gedanken führe ich sie jetzt nach Krakau, in die Stadt meines Vaters, denn aus dieser Gegend stammt meine Familie. Krakau ist die Stadt, die mich als Künstler geformt hat. Durch mein Studium an der Akademie der schönen Künste, durch die Freundschaften, die ich in dieser Stadt geschlossen habe, und durch die Stadt selbst, die jeden, der sich mit ihr vertraut macht, prägt. Wir befinden uns auf dem Friedhof von Brzeszcz. Auf diesem Friedhof liegt Kazimierz Schweider, mein Großvater, noch mit Y geschrieben. Ein paar Kilometer weiter befindet sich das Dorf Czarów, aus dem meine Familie stammt. Diese ländliche Abstammung spielt für mich eine wichtige Rolle. Es ist die Geschichte von vier jungen Menschen, die aus diesem Dorf, aus dieser Familie hervorgegangen sind und es geschafft haben, zur Intelligenzia emporzusteigen. Mein Vater ist hier geboren, also gehöre ich zur Intelligenzia in der zweiten Generation. Ich glaube, diese Jungs müssen von einer besonderen Kraft getrieben worden sein. Sie haben alles hinter sich gelassen im Bewusstsein, ihre Zukunft liegt noch vor ihnen. Mein Vater war 16, als er zu den Legionen ging. Er ist Offizier geworden. Sein zweiter Bruder bekam eine Stellung bei der Eisenbahnverwaltung und war in den Vorkriegsjahren Direktor der Krakauer Eisenbahn. Der dritte machte eine große Schlosserwerkstatt auf, in welcher ich während der Besatzungszeit gearbeitet habe. Der jüngste Bruder, der alle Voraussetzungen zu einem Volksvertreter mit sich brachte, ist sehr früh gestorben. Ich denke, sie alle hatten den Drang, immer weiterzugehen, nie stehen zu bleiben. Bei mir war das genauso. Ich wollte nie da leben, wo mich das Schicksal gerade hingebracht hat, sondern immer dort, wo ich meinte, das sei der Platz, den ich mir zum Ziel machen sollte. Nach dem Krieg war das erst einmal Krakau. Ich ging nach Krakau, weil ich der Meinung war, die Akademie der schönen Künste sei mir bestimmt. Dann zog ich nach Lodz, weil dort die damals einzige Filmhochschule existierte und ich der Meinung war, dort sei der richtige Platz. Von Lodz ging ich nach Warschau, denn da wurden alle Entscheidungen über Filmproduktionen getroffen, sodass man in Warschau wohnen musste. Dann zog es mich wieder nach Krakau, denn hier war ja das berühmte Alte Theater, das Stare Theater. Ich hatte immer das Gefühl, da ist noch viel mehr zu tun, als das, das augenblicklich passierte. Es ist nicht der Platz, an dem ich gerade bin, nicht der Film, den ich gerade mache. Obwohl ich jeden Film, den ich drehte, jede Theateraufführung, die ich inszenierte, mit der Überzeugung gemacht habe, es ist etwas Richtiges, etwas Effektives. Ich spürte aber immer, dass vor mir noch etwas liegt, wonach ich jagen muss, rennen muss. Das lässt sich schwer in Worte fassen. Ich glaube, diese Unrast ist der wichtigste Motor meines Lebens. Ich verbinde immer alle Hoffnung mit dem, was morgen sein wird. Die Energie, die in meinem Vater, in den Brüdern meines Vaters, in der ganzen Familie steckte, ist dieselbe Energie, die mich zwingt, so intensiv zu arbeiten und mich von dieser idyllischen Landschaft zu lösen. Żeby tak bardzo intensywnie pracować i żeby tak bardzo uciekać właśnie od tego sielskiego. Dabei ist sie so schön, dass man ein ganzes Leben damit verbringen könnte, sie zu betrachten. Życie tylko patrzeć na te góry. Man müsste sich mit nichts anderem beschäftigen. Ten samotny dom po drugiej stronie rzeki to
Das alleinstehende Haus am anderen Flussufer stellt das ganze Vermögen meiner beiden Onkel dar. Die drei Brüder haben nach dem Tod ihres Vaters 1903, mein Vater war damals 3 Jahre alt, ihre Ausbildung nur dadurch geschafft, dass sie sich gegenseitig unterstützten. Da niemand mehr für sie die Verantwortung übernahm, zogen sie in den 30er Jahren nach Krakau und haben dieses Haus gebaut. Hinten befand sich die Schlosserwerkstatt, in der ich während des Krieges gearbeitet habe. Immer wenn ich auf dieses Haus blicke, denke ich, es symbolisiert die Größe und den Niedergang der Familie Weider. Während des Krieges konnten meine Onkel ihre Ideen nicht verwirklichen. Sie wollten hier am Fluss entlang eine ganze Straße mit Häusern bauen. Und das wäre auch geschehen, wäre nicht das Regime Volkspolen an die Macht gekommen, das einem der Onkel die Werkstatt und dem anderen das Haus weggenommen hat. Danach kam die Familie nicht mehr hoch. Die Onkel gaben mir Zuflucht, denn ich musste aus meinem Heimatstädtchen fliehen. Es war Krieg. Der Stab der nicht-kommunistischen Widerstandsarmee Armia Krajowa wurde verhaftet. Ich war oft als Verbindungsmann für diesen Stab tätig und wusste, dass meine einzige Chance in der Flucht lag. So haben mich meine Onkel in ihr Haus aufgenommen und ich habe hier fast 1 Jahr lang gelebt. Diese allerschwerste Zeit konnte ich dank der Brüder meines Vaters hier versteckt verbringen. Und so verdanke ich ihnen mein Leben. Ich muss sagen, meine Onkel waren verschwiegen. Ich finde, das ist eine gute Eigenschaft meiner Familie. Erst nach dem Krieg erfuhr ich, dass sie außer mir auch Juden in diesem Haus versteckt hielten. Meine Papiere waren so unzulänglich, dass ich die ganze Zeit über im Haus bleiben musste. Ich hatte Angst, selbst zu dieser Straßenbahnhaltestelle zu gehen, denn ständig gab es Kontrollen. Einmal habe ich mich doch in die Stadt gewagt, als ich von der Ausstellung japanischer Kunst in den Tuchhallen erfuhr. Ich weiß nicht, woher damals die Exponate kamen. Japan war während des Krieges ein Verbündeter Deutschlands und der Generalgouverneur Frank, der im Schloss Wawel residierte, beschloss, zu Ehren von Japan diese Ausstellung zu machen. Ich nahm also das Wagnis auf mich und schlüpfte bis zu den Tuchhallen durch. Ich muss sagen, es war schon ein unglaubliches Abenteuer. Heute noch kann ich mich an diese Ausstellung in allen Einzelheiten erinnern. Und ich denke, dass die Entstehung des Japan-Zentrums hier auf der anderen Seite der Weichsel in hohem Maße auch auf meine damalige Begegnung mit japanischer Kunst in Krakau zurückzuführen ist. Natürlich war es nicht so, dass ich einfach hierher kam und mich bei meiner Familie versteckte. Meine Onkel nahmen alle Dinge gleich ernst. Wir waren so an die 12, 15 Mann hier und mussten jeden Tag ganz normal unsere Arbeit verrichten. Ich hatte immer erst spät abends frei. Dort auf der anderen Seite ist ein Balkon. Von dort habe ich ein paar Landschaftsbilder gemalt. Den Salvator, diese Anhöhe, den Fluss Rudawa. Das war alles, was ich damals fertiggebracht habe, abgesehen von der schweren körperlichen Arbeit, die ich in der Schlosserwerkstatt verrichten musste. Das hat mir sehr geholfen, später zu verstehen, was körperliche Arbeit bedeutet, was es heißt, Tag für Tag früh morgens zur Arbeit zu gehen. Als später in den 50er Jahren von Arbeitern und von der Arbeiterklasse die Rede war, da war auch von mir die Rede, denn ich bin auch Arbeiter gewesen. Das war für mich nichts Fremdes. Vater war aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Wir wollten die Hoffnung nicht aufgeben. Erst 1950 wurde es uns endgültig klar. Und so kam Mutter zu uns nach Krakau und wohnte am Salvator.
Sie starb relativ jung, kaum 50 Jahre alt. Und sie wurde hier bestattet, denn das ist das Grab der Familie Wajda. Mutter war Lehrerin und unterrichtete an einer ukrainischen Schule. Die Ehe meiner Eltern war typisch für die Schicht der damaligen Intelligenzia. Sie Lehrerin, er ein junger Offizier, Leutnant, der dann schnell avancierte und in den Osten des Landes, nach Suwałki, in die Garnison des 41. Infanterieregiments versetzt wurde. In Suwałki kam ich auf die Welt. Dort habe ich noch eine Armee zu Gesicht bekommen, die in der heutigen Zeit unvorstellbar ist. Es war eine Armee, die an die napoleonischen Heere erinnerte. Und nicht das, was wir zu sehen bekamen, als die deutschen Truppen einmarschierten. Eine mechanisierte deutsche Armee auf Kraftfahrzeugen. Nicht wie in meiner Kindheit, hoch zu Ross. Die beiden Berufe meiner Eltern, Lehrerin und Offizier, sind auf andere Menschen ausgerichtet. Eine Lehrerin lehrt Kinder, ein Offizier erzieht die Soldaten, die ihm anvertraut werden, lehrt sie Disziplin. Es sind Menschen, die für andere arbeiten, nicht für sich selbst. Dieses Ethos war bei der polnischen Intelligenz ja damals sehr ausgeprägt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch sich anders verhält. Man lebt für andere, nicht allein für sich selbst. Hier ist die Grabtafel meines Vaters, Jakub Wajda. Er ist nur 40 Jahre alt geworden, war zuletzt Hauptmann des 72. Infanterieregiments. Er ist von den Sowjets 1940 in Katyn ermordet worden, zusammen mit 10.000 kriegsgefangenen polnischen Offizieren, in Massengräbern verscharrt worden. Diese Tafel konnten wir erst Ende der 80er Jahre anbringen, denn die Zensur war, was Katyn betrifft, besonders streng. Es ging so weit, dass in Polen zu diesem Thema nichts publiziert werden durfte. Als ich versuchte, die während des Krieges von den Deutschen herausgegebene Zeitung zu finden, die eine Namensliste der Opfer von Katyn enthielt, darunter auch mein Vater, war diese Zeitung nicht mehr da. Sie war aus der Bibliothek entfernt worden. Ich habe sie nie wiedergefunden. Es war wohl der erschütterndste Moment in meinem Leben, als ich noch während der deutschen Besatzung aus einer deutschen Zeitung erfahren musste, dass mein Vater ermordet wurde. Obwohl ich jeden Film, den ich drehte, jede Theateraufführung, die ich inszenierte, mit der Überzeugung gemacht habe, es ist etwas Richtiges, etwas Effektives. Ich spürte aber immer, dass vor mir noch etwas liegt, wonach ich jagen muss, rennen muss. Das lässt sich schwer in Worte fassen. Ich glaube, diese Unrast ist der wichtigste Motor meines Lebens. Ich verbinde immer alle Hoffnung mit dem, was morgen sein wird. Die Energie, die in meinem Vater, in den Brüdern meines Vaters, in der ganzen Familie steckte, ist dieselbe Energie, die mich zwingt, so intensiv zu arbeiten und mich von dieser idyllischen Landschaft zu lösen. Żeby tak bardzo intensywnie pracować i żeby tak bardzo uciekać właśnie od tego sielskiego. Dabei ist sie so schön, dass man ein ganzes Leben damit verbringen könnte, sie zu betrachten. Man müsste sich mit nichts anderem beschäftigen. Das alleinstehende Haus am anderen Flussufer stellt das ganze Vermögen meiner beiden Onkel dar. Die drei Brüder haben nach dem Tod ihres Vaters 1903, mein Vater war damals 3 Jahre alt, ihre Ausbildung nur dadurch geschafft, dass sie sich gegenseitig unterstützten.
Da niemand mehr für sie die Verantwortung übernahm, zogen sie in den 30er Jahren nach Krakau und haben dieses Haus gebaut. Hinten befand sich die Schlosserwerkstatt, in der ich während des Krieges gearbeitet habe. Immer wenn ich auf dieses Haus blicke, denke ich, es symbolisiert die Größe und den Niedergang der Familie Weider. Während des Krieges konnten meine Onkel ihre Ideen nicht verwirklichen. Sie wollten hier am Fluss entlang eine ganze Straße mit Häusern bauen. Und das wäre auch geschehen, wäre nicht das Regime Volkspolen an die Macht gekommen, das einem der Onkel die Werkstatt und dem anderen das Haus weggenommen hat. Danach kam die Familie nicht mehr hoch. Die Onkel gaben mir Zuflucht, denn ich musste aus meinem Heimatstädtchen fliehen. Es war ein Krieg. Der Stab der nicht-kommunistischen Widerstandsarmee Armia Krajowa wurde verhaftet. Ich war oft als Verbindungsmann für diesen Stab tätig und wusste, dass meine einzige Chance in der Flucht lag. So haben mich meine Onkel in ihr Haus aufgenommen und ich habe hier fast ein Jahr lang gelebt. Schicht der damaligen Intelligenzia. Sie Lehrerin, er ein junger Offizier, Leutnant, der dann schnell avancierte und in den Osten des Landes, nach Suwałki, in die Garnison des 41. Infanterieregiments versetzt wurde. In Suwałki kam ich auf die Welt. Dort habe ich noch eine Armee zu Gesicht bekommen, die in der heutigen Zeit unvorstellbar ist. Es war eine Armee, die an die napoleonischen Heere erinnerte und nicht das, was wir zu sehen bekamen, als die deutschen Truppen einmarschierten. Eine mechanisierte deutsche Armee auf Kraftfahrzeugen. Nicht wie in meiner Kindheit, hoch zu Ross. Die beiden Berufe meiner Eltern, Lehrerin und Offizier, sind auf andere Menschen ausgerichtet. Eine Lehrerin lehrt Kinder, ein Offizier erzieht die Soldaten, die ihm anvertraut werden, lehrt sie Disziplin. Es sind Menschen, die für andere arbeiten, nicht für sich selbst. Dieses Ethos war bei der polnischen Intelligenz ja damals sehr ausgeprägt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch sich anders verhält. Man lebt für andere, nicht allein für sich selbst. Hier ist die Grabtafel meines Vaters, Jakub Weida. Er ist nur 40 Jahre alt geworden, war zuletzt Hauptmann des 72. Infanterieregiments. Er ist von den Sowjets 1940 in Katyn ermordet worden, zusammen mit 10.000 kriegsgefangenen polnischen Offizieren, in Massengräbern verscharrt worden. Diese Tafel konnten wir erst Ende der 80er Jahre anbringen, denn die Zensur war, was Katyn betrifft, besonders streng. Es ging so weit, dass in Polen zu diesem Thema nichts publiziert werden durfte. Als ich versuchte, die während des Krieges von den Deutschen herausgegebene Zeitung zu finden, die eine Namensliste der Opfer von Katyn enthielt, darunter auch mein Vater, war diese Zeitung nicht mehr da. Sie war aus der Bibliothek entfernt worden. Ich habe sie nie wiedergefunden. Es war wohl der erschütterndste Moment in meinem Leben, als ich noch während der deutschen Besatzung aus einer deutschen Zeitung erfahren musste, dass mein Vater ermordet wurde. Was bedeutet, was es heißt, Tag für Tag früh morgens zur Arbeit zu gehen? Als später in den 50er Jahren von Arbeitern und von der Arbeiterklasse die Rede war, da war auch von mir die Rede, denn ich bin auch Arbeiter gewesen. Das war für mich nichts Fremdes. Ojciec już nie wrócił z wojny.
Vater war aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Wir wollten die Hoffnung nicht aufgeben. Erst 1950 wurde es uns endgültig klar. Und so kam Mutter zu uns nach Krakau und wohnte am Salvator. Sie starb relativ jung, kaum 50 Jahre alt. Und sie wurde hier bestattet, denn das ist das Grab der Familie Wajda. Mutter war Lehrerin und unterrichtete an einer ukrainischen Schule. Die Ehe meiner Eltern war typisch für die Schicht der damaligen Intelligenzia. Sie Lehrerin, er ein junger Offizier, Leutnant, der dann schnell avancierte und in den Osten des Landes, nach Suwałki, in die Garnison des 41. Infanterieregiments versetzt wurde. In Suwałki kam ich auf die Welt. Dort habe ich noch eine Armee zu Gesicht bekommen, die in der heutigen Zeit unvorstellbar ist. Es war eine Armee, die an die napoleonischen Heere erinnerte und nicht das, was wir zu sehen bekamen, als die deutschen Truppen einmarschierten. Eine mechanisierte deutsche Armee auf Kraftfahrzeugen. Nicht wie in meiner Kindheit, hoch zu Ross. Die beiden Berufe meiner Eltern, Lehrerin und Offizier, sind auf andere Menschen ausgerichtet. Eine Lehrerin lehrt Kinder, ein Offizier erzieht die Soldaten, die ihm anvertraut werden, lehrt sie Disziplin. Es sind Menschen, die für andere arbeiten, nicht für sich selbst. Dieses Ethos war bei der polnischen Intelligenz ja damals sehr ausgeprägt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch sich anders verhält. Man lebt für andere, nicht allein für sich selbst. Hier ist die Grabtafel meines Vaters, Jakub Wajda. Er ist nur 40 Jahre alt geworden.